Swiss Crypto Jay, dein YouTube-Channel rund um das Thema Krypto und Vermögen. Ja, hallo, liebe Krypto-Family, liebe Ethereum, XRP und Cardano-Begeisterte. Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute etwas verspätet. Ich hatte früh morgens einen Notartermin. Gleichzeitig hat meine Hardware heute mich im Stich gelassen. Deshalb muss ich meine Hardware migrieren auf eine neue, damit ich auch hier wieder arbeiten kann. Und ja, nichtsdestotrotz, ich würde sagen, wir gehen relativ schnell in den Chart. Eins muss ich noch sagen, noch 20 Members oder respektive Abonnenten und ich habe die 3000 geknackt und da werde ich euch eine kleine Überraschung dann zur Verfügung stellen. So, ja, ich würde sagen, bis gleich nach dem Intro. Tschüss zusammen. Ja, willkommen zurück zum Chart hinein. Ethereum habe ich am Donnerstag euch ganz klar gesagt, wir stehen kurz vor dem Ausbruch beim Gigant Rising Wedge, ähnlich wie bei Bitcoin. Und was ist passiert? Wir haben ja hier ein kleines Rising Wedge gebildet, sind danach ausgebrochen, hatten hier die Trendwende, sind dann hier runter rausgebrochen, schön runter. Habe euch auch schön gesagt, wo ihr eure Profite, also wo wir einsteigen können, wo dass ihr plus minus jeweils Profite ziehen könnt. Und wir haben es eigentlich mindestens auf diese S1-Zone runtergeschafft, sogar noch tiefer. Aber wenn ihr das clever getradet habt, hier jeweils bei der nächstmöglichen Fleck, also wenn ihr jetzt die S1 getriggert habt, dann zieht ihr den Stop-Loss hier in die nächste Fleckzone und dann seid ihr mega safe im Gewinn, habt ihr wunderschöne Profite ziehen können. Und hat sich auch ein bisschen schöner entwickelt als jetzt bei Bitcoin. Bitcoin fand relativ schnellen Support. Was wir jetzt von unserer Seite tun müssen, wir müssen natürlich die Fibonacci neu einzeichnen, ja, weil wir hatten hier uns das so aufgebaut, dass wir sehen, in welche Richtung wir die Shorts aufbauen können. Jetzt haben wir natürlich selbstverständlich ein neues Trendmuster entdeckt. Da müssen wir natürlich hier die Fibonacci neu eins, das heißt, wir gehen vom letzten Hoch zum absolut nächsten Tief und so zeichnen wir eigentlich bereits schon wieder die neue Fibonacci ein. Das hilft uns dann auch wieder ein bisschen die Distributionszone ein bisschen zu finden hier in der Korrekturphase. Das wäre dann plus minus in diesem Bereich und die Akkumulationszone, die ziehen wir dann hier Richtung Fibonacci Nuller und plus minus das 0328er, ich würde sogar sagen, wir ziehen es jetzt mal erstmal nur hier runter, wir können es jederzeit anpassen. Für uns ist es mal wichtig zu sehen, wie wir das Ganze machen. Wir hatten hier auch hier ein kleiner Fake-Hammer, ja, kein richtiger Hammer. Hammer ist eine Kerze, die eine Trendwende, eine kurzfristige Trendwende anteasert, muss nicht immer eintreffen. Haben wir hier ganz schön gesehen, wir sind jetzt in einer aktuellen Kerze, die geht jetzt noch knapp 8 Minuten, dann bilden wir eine neue Kerze. Auch hier sind wir bereits unterwegs Richtung S2. Und ja, Leute, das wird spannend. Hä? Die S2, da sehe ich sehr großen Support, weil bei 2000 ist es natürlich für die Bullen ein interessanter Einstiegspunkt. Man darf aber nicht vergessen, wir haben auch immer noch den Bitcoin im Hintergrund. Auch der muss ein bisschen mitgehen. Ich vermute da, wie ich das beim vorherigen Video gesagt habe, dass wir da schon eher bärisch unterwegs sind als gerade bullisch. Auch da müssen wir ein kleines Auge drauf werden. Der wird natürlich hier den Ethereum auch nochmal ein bisschen bestärken und beschleunigen. Und dann würde ich dann wirklich sagen, wenn ihr die S2 durchbrochen habt, zieht den Stop-Loss auf die S1 und dann mal das nächste Ziel-Target hier bei 1900 Dollar rum. So, das von Ethereum, das lassen wir jetzt hier mal stehen. Denkt daran, übers Wochenende kommen keine Videos von mir. Da ist Family Time, ja, Family First. Aber montags kommen dann wirklich wieder viele Videos auf euch zu, wie Portfolio-Video mit dem Einkauf, was ich euch versprochen habe. Das Ascending, Descending, Triangle Academy-Video, wie man das richtig tradet, wie man das richtig einzeichnet. Auch damit ihr da zukünftig keine
Trades mehr verpassen werdet. Ja, das auf jeden Fall lohnt sich auf jeden Fall dann einzuplanen. Hier unbedingt locket. Und ja, was auch noch auf dem Schirm ist, sind zwei weitere Sachen. Das erste ist das Interview mit Roman vom Blocktrainer. Plus natürlich dann auch noch das Coin-Video, Prognose-Video über Polkadot steht auch noch in der Entwicklung. Also ihr seht, ich habe noch einiges zu tun für euch, freue mich aber darauf. Ja. Also das mal zu dem. Wie sieht es bei XRP aus? XRP hat ebenfalls ähnlich performt, auch hier von der MICD her sehen wir den weiteren Fall. Ja, weniger wie bei zum Beispiel Bitcoin, wo man schon eher eine Seitwärtskonsolidierung ansieht. Auch hier war jetzt klar, ich habe euch gesagt, wir brechen hier aus dem symmetrischen Dreieck eher nach unten aus als nach oben. Auch das ist eingetroffen. Wir haben hier das erste sozusagen Ziel-Target hier erreicht. Den Stop-Loss habt ihr hier in diese Zone auch festgelegt. Also mittlerweile könnt ihr sogar sagen, wir gehen hier plus minus bei 63 Cent in den Stop-Loss und warten hier jetzt dann noch drauf, ob wir es schaffen hier sogar die 058, also die 58, 59 Cent zu knacken, weil das Zieltarget vom gigantischen symmetrischen Dreieck wäre dann irgendwo so bei 55 Cent. Ja. Hier auf jeden Fall sehr, sehr spannender Zeitpunkt, dann auch XRP wieder einzukaufen. Ja, allgemein bei 50 Cent kann man auf jeden Fall empfehlen. Dann Cardano. Cardano hat sich ebenfalls hier aus dem Rising Wedge nach unten ausgebrochen. Auch hier haben wir das hervorgesagt. Hier müssten wir ebenfalls die Fibonacci kurzfristig neu einzeichnen. Wir hatten hier, nee, das ist falsch. Ja, sind hier hoch, ja doch, gab wieder einen Trendwechsel. Dann ziehen wir das hier ganz klar so hinunter. So, auch hier die Akkumulationszone können wir relativ tiefer ansetzen. Da wird es dann auch spannend für uns wieder aufzupassen, dass wir hier dann in diesem Bereich hier sehen, dass die Bullen sich auch hier wieder formieren. Ja. Also hier ebenfalls spannend. Der das getradet hat, müsste jetzt auch ebenfalls im Plus sein. Hier halt vorsichtig sein. Cardano ist zurzeit einer, der sich noch am stärksten dagegen behaupten kann, wie sich gerade der Markt entwickelt. Hier dieses W können wir rausnehmen, das haben wir ja nicht gemacht. Ja, habe ich gesagt, hier W wäre hier die Neckline, haben wir nicht geschafft. Aus diesem Grund können wir diese Flex auch ebenfalls entfernen, die Neckline hier entfernen. Das würde nur für Unruhe sorgen. Also auch hier haben wir wirklich jetzt die Möglichkeit, ich würde jetzt auch hier 2, 3, 4 Stundenkerzen abwarten, um zu schauen, welches Pattern wir jetzt neu formen. Das ist jetzt sehr, sehr spannend. Ich zu meinem Teil denke, dass wir hier in der Akkumulationszone bleiben werden mit Cardano, weil er eben einfach projekttechnisch ein bisschen stabiler ist zurzeit. Das kann übrigens bei Ethereum auch passieren, dass die positiven Nachrichten sammeln sich bei Ethereum betreffend dem Ethereum 2.0. Auch das ist sicherlich eine gute Geschichte. Auch das Überperformen gegenüber von Bitcoin wird positiv dargestellt. Deshalb auch da einige Angstverkäufe bei Bitcoin, die dann in den Ethereum rüberfließen. Und nichtsdestotrotz, das Gleiche wird dann irgendwann von Ethereum in Cardano fließen. Also hier müssen wir uns hier nichts Großartiges vorspielen. Nichtsdestotrotz passt mir genau auf in dieser Zone hier. Wenn wir es schaffen, hier langfristig runterzubrechen unter die S2-Linie, wieso das nicht eingezeichnet ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Könnten wir auch noch schnell sauber darstellen. Dann hätten wir es ebenfalls geschafft, liebe Freunde. Und wenn wir das geschafft haben, dann könnt ihr den Stop-Loss auch hier auf die S2 nachziehen. Und dann wäre das Zieltarget das nächste dann, die S3. So, das war's. Mehr gibt es nicht zu sagen. Denkt an meine Worte, Wochenende. Ich werde euch über die Telegram-Gruppe natürlich auf dem Laufenden halten. Ihr könnt mich auch jederzeit in der Telegram-Gruppe schnell fragen, hey, kannst du kurz den Chart von XRP, Cardano oder Ethereum kurz prüfen und uns das nochmal zuspielen, weil normal poste ich in der Regel zurzeit nur den Bitcoin-Chart, weil halt er auch den Rest beeinflusst. Macht es nicht wirklich viel Sinn, dass ich auch die anderen dann nochmal reinposte, aber auf Wunsch mache ich das natürlich absolut kein Problem. So, ich wünsche euch von tiefstem Herzen ein wunderschönes Wochenende und ich sage danke, tschüss und bis am Montag. Ciao zusammen.